Tropenwetter in Mitteldeutschland. Auch nachts örtlich Temperaturen über 20 Grad. Ganz Mitteldeutschland schwitzt. Hi und damit herzlich willkommen an diesem Mittwoch. Alles rund um das Tropenwetter in Mitteldeutschland gibt es gleich bei uns. Und außerdem haben wir auch noch diese Themen in der Sendung für Sie. Wenn Polizisten zum Einsatz fahren, dann stehen sie unter einem enormen Druck. Zum einen wissen sie nie genau, was sie erwartet. Zum anderen müssen sie möglichst schnell vor Ort sein. Im Norden von Leipzig kam es vermutlich aus diesem Grund heute Morgen zu einem schweren Verkehrsunfall. In der vergangenen Nacht kam es in Dresden zu einer Brandserie, bei der innerhalb kürzester Zeit mehrere Autos angezündet wurden. Hier sehen wir auch schon die Bilder. Und in einem Fall kann man wirklich von Glück sprechen, dass keine Menschen zu Schaden gekommen sind. Es sind erschreckende Zahlen, die da vom sächsischen Verfassungsschutz kommen. Die Zahl der sogenannten Reichsbürger, Personen aus dem rechten Spektrum, die den Staat nicht anerkennen wollen, hat sich im vergangenen Jahr verdoppelt. Ein Hochburg der Szene ist dabei Zwickau. Und dort gibt es auch immer wieder Ärger mit Rechtsradikalen, die mit Pöbeleien und Verleumdungen Schlagzeilen machen. Ein Mann aus dem Reichsbürgermilieu muss sich seit heute vor dem Zwickauer Landgericht verantworten. Der 48-Jährige soll bei einer Stadtratssitzung einen Tumult angezettelt haben. Und wir schauen auf die A2 jetzt, wo es bereits am Samstag zu einem schweren Motorradunfall gekommen ist. Doch wer hat den Unfall verursacht? Der Biker selbst oder vielleicht ein anderer Autofahrer, der ihn abgedrängt hat? Ja, um diese Frage zu klären, werden nun dringend Zeugen gesucht. Auf Autofähren gibt es für die Fahrzeuge ja ganz, ganz klare Anweisungen. Es beginnt mit einer bestimmten Reihenfolge, in der die Autos auf die Fähre fahren müssen und endet damit, dass alle Passagiere aus den Wagen aussteigen müssen. Dass das alles so seine guten Gründe hat, zeigte sich nun auf der Saale bei Brachwitz. Ja, auch nach dieser kurzen tierischen Abkühlung kommen wir noch einmal zurück zu diesen Wetterextremen, die wir gerade haben. Auch in Mitteldeutschland. Der April war schon zu trocken und der Mai der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Ja, und mit diesen Extremen müssen wir wohl in der Zukunft umzugehen lernen. Und auch mit den Folgen, die sich auf alle Lebensbereiche schon jetzt auswirken. Ganz anderes Thema jetzt. Wer einmal Crystal Meth konsumiert hat, rutscht schnell in einen Strudel der Abhängigkeit. Dennoch macht die Droge mittlerweile auch vor Schulhöfen keinen Halt mehr. Das Geschäft mit Drogen, es boomt und Eltern scheinen zunehmend hilflos, wie unsere Wochenserie zeigt. Es ist heiß bei uns. Gut, wer da einen Balkon seinen eigen nennen kann, dachte sich auch eine Frau aus Görlitz in Ostsachsen. Doch der entspannte Feierabend fällt für die 78-Jährige ins Wasser. Denn auf ihrer Balkontür hatte sich eine asiatische Schlange breitgemacht.